Leute, moin moin, bevor es gleich losgeht mit dem Video, ganz schnell der Hinweis, dass das Video zwar als eine Folge aufgenommen wurde, ich daraus aber zwei Teile mache, weil es einfach zu lang ist und ich so zwei Folgen generiert habe, die so gar nicht geplant waren. Deshalb gibt es nach dem ersten Teil einen Cut, der während der Aufnahme so nicht gedacht war. Also nicht wundern, das blende ich dann irgendwann aus und dann geht es irgendwann dann mit Teil 2 weiter. Da muss ich mal gucken, dass ich mir eine spannende Stelle für das Ende vom Teil 1 aussuche. Also nicht wundern, wenn dann irgendwann das ausgeblendet wird. Das ist, glaube ich, zu lang einfach. Ne? Also, viel Spaß jetzt und bis bald. Ja, Leute, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die 101., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist hier schon der vierte Versuch, die 101. Folge aufzunehmen. Der erste und der dritte Versuch waren jeweils Teilaufnahmen. Und als ich dann weiter aufnehmen wollte, hatte sich der erste Aufnahmebereich oder der erste Teil schon erledigt gehabt. Die zweite hatte ich tatsächlich ganz aufgenommen, die hat mir aber nicht gefallen. Jetzt ist eine Zeit vergangen, weil irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr. Und jetzt wollen wir nochmal angreifen wieder. Und zwar habe ich die letzten Wochen einiges getan. Ich war nicht untätig für das Spiel, auch wenn keine Story kam, aber das, was ich gemacht habe, dient alles der Story. Und jetzt ist mal der Zeitpunkt A, muss ich nächste Woche schon wieder auf Reisen. B, muss das ja auch irgendwann mal getestet werden, also richtig auch mal in-game, nicht bloß so versuchsweise. Und C, will ich ja auch mal wieder eine Runde fahren und noch ein bisschen was erzählen. Und ihr sollt ja auch so ein bisschen teilhaben, was da so in den letzten Wochen passiert ist. Starten wollen wir diese Woche mit dem Gespann hier. Das ist ja mein Hooklift-Gespann. Der Fahrer dazu ist im Urlaub. Der Longline kriegt eine Lackierung verpasst. Oder da werden Teile am Longline lackiert. Und der LKW war die Woche eben frei sozusagen. Und da habe ich mir gedacht, dann nehme ich mir den und dann starten wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Form den Burschen überhaupt schon vorgestellt habe. Das ist ja von vor 4 oder 5 Folgen der grüne Scania, den ich ja seinerzeit mir gekauft habe. Da haben wir auch die Proberunde gedreht. Und das ist jetzt daraus... Upsala, das ist verkehrt. Das ist jetzt daraus entstanden. Hooklift mit verschiedenen Aufbauten. Das ist ja so ein typisches schwedisches Gespann. Hier mit einem kurzen Anhänger. Es gibt es auch noch mit langem Anhänger für Doppelmulden und Container, was man da nicht alles draufpackt. Ihr wisst, ihr kennt das Ding. So, heute die Version mit ich habe auch nur den kurzen Anhänger. Ein langer steht noch ins Haus. Warum, weshalb, wieso, das werden wir alles noch sehen. Mit 2 Mulden drauf, keine Container. Das sind mittlerweile meine eigenen Mulden. Ja, und in der typischen Farbgebung, sag ich mal, das typische Blau und den typischen Anbauten, also es ist jetzt nichts, wie soll ich sagen, nichts, was ich nicht woanders auch anbaue, also nichts Extravagantes in dem Fall. Viele Sachen, die auch am Longline dran sind, aus bekannten Gründen, mit den ganzen Mods und so weiter. Interessanterweise habe ich mir hier einen sogenannten Rigid Mega Mod gebastelt. Da sind alle Mods, die benötigt werden, um einen Anhängergespann zu fahren, wie den LKW, wie das jeweilige Cast-Geraffel, die Rigid-Geschichten von Cast. Für den betreffenden LKW, bei mir kommt zurzeit nur der Scania in Frage, das habe ich alles in einen Mod gehauen. Das waren, glaube ich, 10 Mods und so weiter.
Und jetzt habe ich das Theater mit der Reihenfolge nicht. Es klappt alles super. Ich habe mir einen eigenen Scania Rigid Mod gebaut und umgeschrieben. Und das ist so ein bisschen das Ergebnis. Ne? Den Anhänger, den, der ist von LL Truck Styling seinerzeit gekauft. Leider wird er nicht mehr gepflegt. Und das ist aber, soweit ich weiß, es gibt noch einen zweiten Anhänger, aber mit Anhänger für Hooklift ist es schwierig. Und ja, den habe ich ja schon eine ganze Zeit hier. Und es gibt noch einen vergleichbaren, das wisst ihr ja, in der Containerwelt von John Ruder. Der läuft ja noch in Holland als letzter verbleibender Truck in Holland. Das wird sich aber auch noch ändern, da kommen wir aber noch zu. Ja, und ansonsten, ja, ist ja ein 590er. Das Übliche, was mir so gefällt, habe ich ihn angebaut. Und ja, so sieht er halt aus, ne? Und ein bisschen Anhängerzug fahren. Wie gesagt, typisch schwedisches Gespann. Wir sind ja in Schweden. Darum soll es auch gehen. Und wir werfen mal einen Blick auf die Karte. Denn ich habe mich in den letzten 7 Wochen reichlich mit dem Thema Map-Umbau beschäftigt. Und der Aufhänger war, ich habe mir einen eigenen Kalmar-Mod gebastelt. Hier, Kalmar. Kommen wir gleich noch zu. Und ich bin ja erpicht darauf, dass ich diese Karte hier, das ist Öland, und diese Karte, das ist Gotland, mit im Spiel habe. Wir sind auf der Pro-Mods, sieht man. Und ich möchte diese beiden, die nicht Bestandteil, oh, das ist die blöde Zoom-Stufe hier, diese beiden sind nicht Bestandteil der Pro-Mods, die möchte ich gerne nutzen. So, das seht ihr, das klappt auch ganz gut. Und warum will ich die nutzen? Weil ich hier in diesem Umfeld, Växjö, Karlskrona, Kalmar, eigentlich dachte ich, hier wäre noch Västervik auf der Pro-Mods, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Oder das wird hier weggekascht durch die Sektoren, die hier sind. Das glaube ich nämlich bald eher, dass diese Map hier, die Öland-Gotland-Map, hier den Sektor von der Pro-Mods überschreibt und Västervik deswegen weg ist. Das Thema hatte ich nämlich hier mit Kalmar. Um jetzt den Bogen zu spannen, ich habe mir einen schönen Kalmar-Mod fertig gemacht und alles super und alles easy peasy und will den testen. Läuft auch mein Kalmar-Mod. Und sehe dann nach 4-5 Tagen, sehe ich durch Zufall, dass von Öland dieser, ups, oh Mann ey, dieser ganze Bereich hier, Borgholm und so weiter, das war alles weg. Es gab hier nur noch hier oben den Zippel und hier unten den Zippel. Hier übrigens Binford, das wird gleich noch ganz interessant. Da fahren wir gleich noch hin. Und ja, ich wusste sofort, was los war, weil hier ist ein Sektorenpaar. Hinter dieser Map sind ja, die Map ist ja in Sektoren eingeteilt, die sich beide überlappt haben. Und je nachdem, wer oben war, entweder dieser Mod mit den Inseln über Kalmar, dann hat es mein Kalmar-Mod ausgehebelt, war Kalmar über den Inseln, hat es den Bereich von Öland hier ausgehebelt. Und dann habe ich, ich war eigentlich schon fertig und ready to go. Ich glaube, das war so, als ich die zweite Folge aufgenommen hatte, oder? Also den zweiten Versuch. Genau. Nee, stimmt nicht. Nach dem dritten Versuch habe ich das festgestellt, dass ich hier ein Map-Fasching habe. Und dann habe ich, und das ist jetzt ungefähr 2 Wochen her, aus meinem Kalmar-Mod, dieser Map-Mod von dem Ersteller hier von Öland Gotland, ich glaube Bengjang oder so heißt der, habe ich einen Mod gemacht. Glücklicherweise war der Map-Mod offen von dem Map-Ersteller, konnte ich meinen Kalmar-Kram mit reinpacken, war auch soweit okay mit einigen Umbauten, das gucken wir uns noch an. Und dann habe ich, Karlskrona, Achtung, ist ja mein Bereich verkauft worden, habe aber natürlich den Map-Mod noch gehabt, wo ich Karlskrona ja hatte. Habe mir ein schönes Story-Element ausgedacht und habe Karlskrona auch noch mit reingepackt. Und das Ganze gucken wir uns jetzt an. Und in diesem Bereich hier, ach Mann, Karlskrona, wie gesagt, die beiden Inseln, Kalmar sowieso, Växjö wird noch dazukommen und ich muss gucken, was hier mit Västervik ist. Aber wenn ich die Promods dazu brauche, Växjö geht ja auch ohne Promods und Västervik läuft nur mit Promods, wenn Västervik hier da ist, und da habe ich eigentlich schon wieder keinen Bock drauf. Ich glaube, Linköping ist auch ohne Promods drauf. Jönköping glaube ich auch.
Aber das ist schon wieder viel zu weit. Naja, letztendlich ist es so, Christian Staat ist, glaube ich, auch promotsmäßig drauf, Üstert auch. Anyway, ich möchte im Grunde für mich den Nahverkehr gestalten. Nahverkehr, wie ich gerade gesagt habe, umfasst diesen Bereich. Das ist auch meines Erachtens reell, denn, um jetzt die Kurve zu kriegen, wir sind uns einig, so ein Muldengespann, sei es jetzt ein Container drauf oder irgendwas anderes, flach, alles was mit Hooklift ist, ja, im Real Life fährst du damit nicht 300, 400, 500 Kilometer durch die Gegend und bringst zu irgendeinem Kunden so eine Mulde hin. Das bucht der sich irgendwo auf der Ecke. Und da ich ja so ein bisschen ja, Real Life eben machen möchte, soweit mir das eben möglich ist, habe ich mir als Story-Element das ausgedacht, dass ich in diesem Bereich mich künftig bewegen werde, gerade im Hinblick auf diesen Gespann, auf dieses Gespann oder auch mit der Schüttgutmulde fährst du auch keine 700 Kilometer Schüttgut irgendwo quer durch die Gegend, machst du auch im Nahbereich. Und deshalb habe ich angefangen, mir die Map so hinzubasteln, wie ich es denke. Und in der heutigen Folge, Alter, ich habe schon jetzt 10 Minuten gelabert, in der heutigen Folge geht es eben darum, ein erster ausgedehnterer Ingame-Test zum einen und zum anderen, um euch das natürlich auch mal ein bisschen zu zeigen, was wir hier gemacht haben. Vielleicht den einen oder anderen auch zu animieren, selber mit dem Mappen anzufangen, also mit dem Map-Umbau anzufangen. Und hier sei gesagt, wer das vorhat, dem kann ich allerwärmstens die YouTube-Serie dazu von Michael Mede ans Herz legen, ITL auf Achse, man kennt ihn. Und ich muss sagen, Michael, falls du zuschaust, grandiose Serie oder grandiose Folgen, ich glaube 12 Folgen hat er zum Mappen gemacht. Kann jeder mit anfangen, er erklärt das wirklich gut. Es gibt auch noch zwei Deutsche habe ich, glaube ich, gefunden, die das auch erklären. Aber Michael hat eben die Ruhe und der macht das richtig gut. Also wer Bock darauf hat und das jetzt vielleicht hier sieht oder bei jemand anders mit Eigenumbau, schaut rein bei Micha Meder, ITL auf Achse. Die Hardcore-Zuseher werden ihn kennen. Wie gesagt, eine ganz tolle YouTube-Folge mit Map-Umbau. Und ich muss sagen, da habe ich tatsächlich, ich bin nun auch kein ausgeprägter Map-Umbauer, ich habe tatsächlich viele, viele Tricks da auch noch gelernt, die mir bisher so nicht klar waren. Ich habe das ja selber auch zweimal erst gemacht. Einmal Karlskrona und einmal Rotterdam. Hallo, Rückwärtsgang. Der ein oder andere Zuschauer wird sich daran erinnern. Und dann habe ich 3 Jahre nichts gemacht. Und in 3 Jahren geht doch das ein oder andere verloren, wenn man da sich nicht mit beschäftigt. Und naja, damit ich mir nicht jetzt wieder einfach nur so ein, ich sag mal, Kalmarhof baue, habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre doch sinnvoll, wenn man so eine Art Dauerprojekt hätte. Und so kam ich dann von eins ins andere, um dann, naja, mir das mit dieser Map und diesem Bereich und so weiter, das kam mir dann alles in den Sinn. Lass uns und loslegen. So ist man, naja, eigentlich ziemlich lang dabei. Also lang im Sinne von, man wird ja dann nicht so schnell fertig. Als wenn man sich jetzt einmal einen Hof mappt und dann ist es wieder gut und dann nach 3 Jahren guckst du wieder, ach Gott, wie war das noch, wie war jenes noch? Biege nach links ab. Ja, also wie gesagt, Michael Meder, was das angeht, tipptopp, um die Basics zumindest zu erlangen. Immer geradeaus. Einmal frei. Dann links abbiegen. Und das ist kein Hexenwerk. Das ist deutlich, deutlich einfacher, als wenn man sich mit. Ja, was ist denn nun hier? Wo seid ihr denn alle hier? Also, diese Mapperei, dieser Map-Umbau, das ist
wenn man sich das mit von Michael anguckt, das ist dann schon deutlich einfacher, als wenn man jetzt mit Mappen und Z-Mod und Blender und so weiter anfangen möchte. Da geht das schneller, da kann man sich zumindest schon mal mit dem, was Michael dort vermittelt hat, einen eigenen Hof zusammenbauen. Apropos eigener Hof, es gibt auch YouTube-Kollegen, die brauchen gar nichts machen und kriegen einen eigenen Hof. Rechts halten. Kollege Bollemann sei da stellvertretend genannt. Nein, also das ist nicht... Ist ein bisschen scherzhaft gemeint. Ey! Oh, Alter. Also wer die Folge gesehen hat von Bollemann, ich habe meine eigene Bude oder so heißt die. Geil. Super gemacht. Von Nordost Logistik, glaube ich. Die Jungs haben ihm da, oder der Krischi, hat ihm da einen Hof gebastelt. Geil gemacht. Also, erste Sahne. Schaut's euch an, schaut rein bei ihm. Wahrscheinlich die meisten werden es schon gemacht haben. Super geil. Hat uns auch schön erzählt, was er alles hat. Hat uns das bloß nicht gezeigt. Außer seine Gräte und seine Wassersprenger haben wir da noch nicht viel gesehen. Jedenfalls die letzte Folge, die ich gesehen habe, als er das vorgestellt hat. Aber sei es drum. Grüße gehen raus, mein Lieber. Super Hof. Sieht echt schick aus. Geil geworden. Und wenn das noch mit der Firma da klappt, mit der Rampengeschichte, das wäre natürlich genial. Da müssen wir mal gucken. Das wiederum, haben wir schon gesagt, da muss man dann im Z-Mod ran. Aber kriegt man auch hin. So. Jetzt zurück zu uns. Ja, die Sachen, apropos Z-Mod, das, was ich denn hier teilweise gebastelt habe, naja, das, da muss man dann leider auch mit dem Z-Mod ran, viele Dinge, aber wie gesagt, um so einen Basishof zu schaffen, da ist das, was Michael Mehler dort gemacht hat, erste Sahne, tipptopp, gibt's nix. So, hier haben wir ja damals gestanden an der Burg und haben uns die Burg angeguckt und wie er noch grün war hier, da habe ich ihn ja vorgestellt. Und ich muss sagen, ich habe auch so ein bisschen Bock auf Hucklift fahren. Also hier diese Hakengeschichte. Da habe ich echt ein bisschen Bock drauf. Naja, so, jetzt wollen wir mal anfangen. Also, Freunde, wenn ihr hier auf eurer Map, egal Pro-Mods oder Standard-Map, hinfahrt, dann ist hier rechts, wo der Actros steht, im Regelfall sind da Sperren. Es sei denn, man hat den Mod drin. Bis hier kommt man auf der realen Map tatsächlich. Bis hier zu dieser Ölbude. Und ab hier hinter beginnen dann Schranken, wenn ihr bei euch guckt. Und die Straßen sind auch bei euch gar nicht, oder in der originalen Map gar nicht, ausgeschildert. Das gibt es in der originalen Map auch nicht. Sowas wie da hinten, sowas wie freischwebende Kräne gibt es in der originalen Map auch nicht. Sehr cool. Sehe ich jetzt. Erster Ingame-Test, ne? Demnächst links abbiegen. So, nee, Mäuschen, das wollen wir nicht. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe eine Firma hier hingebaut. Ihr seht das, Nordic. Du bleibst erstmal stehen. Übrigens, den Traffic, den gibt es auf der normalen Map auch nicht. Nordic. Komm, wir gucken mal schnell. Ich weiß gar nicht, wie ich die benannt habe hier. Nordic. Ach ja, Nordic Bück. Bückgutöning. Ich habe es wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen. Also quasi zu gut deutschen Baumaschinenverleih. Allerdings nicht für die hier für. Oh, du dämlicher Hund, du bist doch einfach nur dämlich, du. Sieht mich rückwärts fahren. So, also hier nicht hier bloß für Minibagger und Spaten eine Baumaschinenverleih, sondern für die großen Jungs habe ich hier die Firma hingesetzt. Ich muss mal gucken. Ne, den habe ich in der jetzigen Version weggenommen. Gucken wir uns mal an hier. Ja, also ich habe hier geplant als Story-Element für Schwerlast. Hier ein... Na, sag mal schnell.
eine Firma hingesetzt, also nicht eine vorgefertigte Firma, sondern eine eigene Firma oder eigens gebaut mit den Möglichkeiten. Diese ganzen Gebäude, die waren alle auf unscharf, die habe ich erstmal alle auf scharfe Texturen gestellt, die Mauern und so weiter auch. Und dann habe ich diese ganzen Sachen hier hingestellt, diese ganzen Modelle. Und das will ich eben als, was ich ja gesagt habe, für die Story, als mögliche Schwerlastoption nutzen. Ich hatte hier, aber das muss ich rausgenommen haben, ich hatte hier schon eine Firma definiert, eine Custom Company, also eingebaut, eben noch nicht definiert, das war das Problem, aber eingebaut schon. Muss ich aber in irgendeinem Umlauf wieder rausgenommen haben. Ich glaube, weil ich am Anfang das mit dieser Eigendefinierung von selbst erstellten Firmen nicht hinbekommen habe, mittlerweile habe ich es. Ja, und hier drüben, ihr seht es, das gibt es in der realen Map auch nicht. Da bin ich dabei, einen Containerhafen zu bauen, bewusst bauen. Das ist eigentlich nicht der Plan dort mit dieser, also der Mover ist schon cool da mit der Containerbrücke, aber ich weiß jetzt nicht, wieso da nichts fährt. Da bin ich ein bisschen überfragt. Ja, und dann habe ich im Grunde hier Standmodelle hingestellt, eine Halle, und das soll im Grunde dann mit Bringen und Ausleihen von Schwerlastbaumaschinen soll das hier eine Firma werden. Und mittlerweile, wie gesagt, bin ich einen Schritt weiter, was diese ganze Implementierung angeht. Ja, ist für die Zukunft ein Projekt, wo ich weiter dran arbeiten werde. Im Grunde, wenn man jetzt hier mal hochguckt, hier drüben ist ja, oh Gott, da sind wir. Jetzt gucken wir mal auf diese, von da hinten sind wir gekommen, auf diese aufgeschüttete Insel. Ja, das ist alles schon ein bisschen modifiziert. Wir fahren das so peu à peu ab. Das gibt es da so auch nicht. Und da drüben, das ist der Beginn des Inselmods. Das gibt es real nicht, diese Brückenführung da. Und ja, so habe ich das bewusst hier im Aufbau gelassen. Also nicht die Construction-Firma hier unten, sondern hier dieser Containerhafen. Da fahren wir jetzt mal hin. Und dann werde ich noch ein bisschen was erzählen. Ja, und das ist im Grunde Teil 1 hier, sagen wir mal so. Und dann wollen wir mal weitermachen. Tür zu, wichtig. Sieht sonst, den kann ich auch mal anschalten. Jo. Ja, diese ganzen Modelle, die sind im Map-Editor nicht drin. Das hat mich auch einige Zeit gekostet, um die für den Map-Editor verfügbar zu machen. Also ich habe in den letzten, ich glaube in der letzten Dezemberwoche im alten Jahr habe ich angefangen. Ach, siehst du, hier ist doch schon das Zeichen da. Genau, beim Testen habe ich eben immer das Frachtzeichen gesehen, aber hier ist eben nichts für diese Firma definiert noch nicht. Genau. Also da kommt auch noch einiges. Was ist denn hier los? Ja, wie gesagt, das wird der Schwerlast-Part hier, um mal, wenn man mal Bock hat, ein bisschen Schwerlast zu fahren. Das ist Teil 1. Teil 2 gucken wir uns jetzt an. Sieht man ja schon da drüben. Dürfte die wenigsten überraschen. Ich bin nun mal ein Büchsenkind, Container, das ist das, was ich real life am meisten gefahren habe. Da bin ich eben so ein bisschen verseucht von. Das war eine schöne. So, das ist alles wie gesagt umgebaut und hier wo Josopeit steht, wieso steht er denn da? Eigentlich ist hier, genau, hier ist jetzt schon vorgefertigt, kann man hier fahren und wollen wir jetzt natürlich nicht. Ja, und das ist das Besondere als Story-Element, das ist eben Containerhafen im Aufbau. Original hat Kalmar ja keinen und die Stadt Kalmar hat eben entschieden, ja, hier kommt einer hin. So, und das nutze ich eben, um hier peu à peu
so ein bisschen alles aufzubauen. Hier ist der vorgefertigte Containerhafen zu Ende. Ich weiß nicht, wie der Übergang ist auf die Betonfläche. Ja, geht, kann man nehmen. So, dann wollen wir gucken, dass wir nicht gleich in den Bach fallen. Und das werde ich nach und nach befüllen. Die Containerbrücken da drüben, die habe ich schon hingesetzt. Das ist hier ein vorgefertigtes Modell. Das gibt es im Map-Editor. Warum das mit dem Kran? Jetzt muss ich nochmal gucken. Mit dem Kran hier, das ärgert mich. Oder das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich habe den laufen sehen im Modell. Habe aber gedacht, innen gehen wird das denn schon passen. Also muss man denn da einen Kran rüberstülpen? Wahrscheinlich, ne? Würde ich mal sagen. Da wird hier... Das ist ja ein Standmodell. Und da wird es bestimmt im Map-Editor... Guck mal, ach, der läuft ja. So, der läuft so rüber und setzt dann einen ab. Da gibt es im Map-Editor bestimmt, so wie ihr hier Modell als Standmodell mit dem Spreader dran, gibt es bestimmt noch einen ohne Spreader und wo der drüber gestuckt wird. Das könnt ihr mir jedenfalls vorstellen. Alles andere macht ja gar keinen Sinn. Weil so ein Ding ist das ja da. Ah, siehst du? Aber das ist ja alles noch vertretbar. Ja, ganz ungewohntes Bildchen mit der Mulde im... Warte mal. Nur mal ein Screeny machen. Screeny Nini. So, also, das war Teil Kalmar Containerhafen. Auch wichtig für die Story. Ihr seht da hinten die Freifläche. Das ist ja eigentlich hier ein Ölhafen oder sowas. In der regulären Map. So, was machst du jetzt? Du bleibst stehen, da kommt ein... Bleib stehen, du. Ja, hier wie gesagt, die Construction-Bude, hätte ich fast gesagt. Hier der Baumaschinenverleih. Ja, und hier ist ziemlich Brachfläche. Das, mal gucken, was wir da machen. Dann kommen wir hierher. Hier ist noch gar nichts passiert. Hier stehen alte Containerbrücken. Die habe ich extra hier so bewusst hingestellt. Ja, das ist eine Brachfläche hier. Ich habe natürlich schon eine Idee, was ich daraus machen will. Hier diese ganzen Rohre, diese Heizungsrohre, das habe ich bewusst als Stück immer noch stehen lassen. Auch das soll ein Story-Element sein. Kümmern wir uns, oder kommen wir dann drauf, wenn es soweit ist. So, hier ist Schluss. Da hinten ist zu. Mal gucken, ob ich das noch aufmache da hinten. Hier drüben, da kommen wir gleich zu. Ja, und hier wird auch irgendwas noch entstehen. Die Containerbrücken sollen ja weg oder gehen rüber da zum Containerhafen. Mal gucken. Stichwort Schwerlast, ne? Also das hat ja irgendwo alles schon so ein bisschen Sinn, warum ich diese Modelle hier extra habe stehen lassen. Oh Gott, oh Gott. Na, mal sehen, was wir daraus machen. So, also der Bereich... wird auch noch bewirtschaftet. Ich, wie gesagt, ich denke auch, ich weiß, was ich da hinsetze. Auch als Story-Element. So, und jetzt kommen wir zu ihm hier. Er ist ein ganz wichtiges Story-Element. Und da fahren wir mal hier rauf. Ja, mein für kurze Zeit Geschäftspartner, nee, Geschäftspartner eigentlich nicht. Nee, das machen wir anders. So, den nehmen wir weg. Das, nee, das lassen wir da. Also, hier soll ein Trailerverleih
entstehen. Hier soll eine Halle hin. Da steht schon ein kleiner Bürocontainer. Hier habe ich normale Container hingesetzt. Hier ist ein Bürocontainer. Aber Fide ist nicht da, obwohl hier auf ist. Genau. Und hier kann man durchgehen. Hier stehen schon einige Auflieger. Und jetzt kann man hier durchgehen. Ihr seht hier noch ein Schild. Firma mit ihm zusammen. Das war hier auch für kurze Zeit tatsächlich... Achso, hier stehen noch zwei Mulden von mir. Siehst du, die muss ich noch wegholen. Ja, hier war mein erstes Domizil in Kalmar. Weg von meinem Bekannten dort, von seiner Werkstatt. Und dann konnte ich mich dort in dieser Halle einmieten. Hier in dieser. Aber ihr seht, die ist schon wieder leer. Ich musste hier nämlich wieder raus. Weil er hier mit seinem Trailer-Service oder Verleih... Und, jetzt kommt das Entscheidende, er macht eben auch Auflieger-Instandsetzung. Will ja hier hinten umziehen. Und das klappt nur leider nicht, weil das mit der Halle nicht dort vorangeht. Und er braucht diese Halle dann wieder. Und ja, so war so schnell wie ich hier drin war, musste ich dann auch wieder raus. Ich hatte dann schon Namensschilder machen lassen. Also Firmenschilder hier. Mit für unsere beiden. Also er hier, Baltic Trailer Rental and Repair. Das wird da auch bestimmt noch entweder hier oder bei der neuen Bude dann da drüben rankommen. Und ja, meins kann dann schon wieder ab hier. Brauche ich nicht. Da hinten ist es auch nochmal dran. Meine beiden Mulden stehen hier noch. Die muss ich noch wegholen. Dann hatten wir hier ein Büro. Das war ziemlich cool. Da ist jetzt sein Schild nur noch dran. Das meins habe ich schon weggenommen. Ja, und hier meine Halle, die ich eingerichtet hatte. Die man vielleicht auf dem einen oder anderen Bild gesehen hat. Die musste ich schon wieder aufgeben. Naja, wir sind trotzdem noch freundschaftlich verbunden. Ich verstehe das auch total. Und wird für mich auch eben für die Story wichtig, weil er mich schon gefragt hat, ob ich den einen oder anderen Auflieger mal für einen Kunden liefere oder von einem seiner Kunden auch abhole. Wichtig, ne? Ja, hier die Tankstelle, die hatte ich in einer ersten Version tatsächlich auch als Tankstelle fertig gemacht. Mittlerweile ist hier nur noch Werkstatt. Hier ist, glaube ich, Werkstatt. Genau, man sieht bloß den Pinökel nicht. Ja, und so ist das auch wiederum als Story-Element angedacht. Und ja, stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn du da wieder weg musstest, wo bist du denn hin? Und das gucken wir uns jetzt an. Der eine oder andere wird sich das schon denken können, wenn hier schon Binford steht. Guck, da ist schon wieder ein Fehler. Das habe ich neulich schon korrigiert gehabt. Ja, muss ich nochmal ran. Also haben wir schon zwei Fehler gefunden. Gut. Anyway. Wie liegen wir denn zeitlich? Oh. Ja, das habe ich seit kurzem. Wenn ich in den zweiten schalte, dass er irgendwie sagt, du bist im Rückwärtsgang. So. Wo ich mich schon geärgert habe, ist, dass ich hier... Aber das machen wir anders. Ha! Mich scheiße nicht an. Dass ich hier den AI-Verkehr freigegeben habe, weil auf diesem Oval... Rechts ab. Nee, machen wir nicht, muss ich. Fahr links. Weil okay, auf diesem... Lass uns eine neue Route finden. Oval ziemlich viel Traffic ist. Wenn ich mich jetzt hier angestellt hätte, dann dauert das ein bisschen, bis wir hier runter wären. Übrigens, hier kommt jetzt ein Schild, Containerport. Das kennt man ja von SCS. Schaut euch das genau an, Containerport mit drei Container. Wird noch wichtig. Könnte heute eine längere Folge werden. Aber dafür müsst ihr dann auf die nächste auch wieder ein bisschen warten. Hier, Containerport. Auch nochmal das Schild anschauen.
Ja, hier die Firma, die ich noch fertig mache. Hier, rechte Hand, die halbe Rohrstrecke. Stichwort Hooklift, Abbruch, Mulden hinstellen. Ne? So, hier an der Kreuzung ist nämlich immer gerne Stau. Wir werden jetzt eigentlich von links gekommen. Und so brauchen wir uns hier nicht in den Verkehr anstellen. Das war auch so ein Grund. Man kam schlecht von dem Hof da weg, wo wir eben drauf waren mit dieser Trailergeschichte. Ja, und so habe ich mich hier mehrere Wochen dran aufgehalten, an Kalmar. Also gerade hier auf dieser Ölinsel da hinten, bis dann das Theater mit diesen beiden verschiedenen, was ich vorhin erzählt habe, mit der Map kam. Ah. Und glücklicherweise, muss ich sagen, hat der Map-Ersteller für die beiden Inseln den Mod aufgelassen. Und das war jetzt mein großes Glück. Das war jetzt nur eine Fleißaufgabe. Rechts abbiegen und dann bleiben Sie immer geradeaus. Und ja, Fleißaufgabe und Zeitsache, das alles dann zu integrieren. Und wer das hier schon mal gemacht hat, der weiß, das ist wie beim Modden, Blender, Z-Mod. Rechts abbiegen. Der Wahnsinn. Die Stunden rennen dahin und du guckst, wo ist die Zeit geblieben? Und biege nach rechts ab. Manchmal hast du viel geschafft, manchmal aber auch nur wenig, manchmal gar nichts. Es gab auch Abende, da bin ich einfach nur ins Bett gegangen, grübelnd und überlegt, wie kannst du das Problem packen. Aber wenn du so 3 Stunden, 4 Stunden vor so einem, hier vor dem Map-Editor gesessen hast, dann hast du nur noch einen Teller bunte Knete im Kopf, da bist du durch. Und da ist es dann oftmals besser, einfach mal einen Break zu machen und bis hierhin eine Pause und nächsten Tag dann neu anzusetzen. Das hat mir jetzt schon öfter geholfen hier. Also das mache ich generell schon eine ganze Zeit, wenn es nicht weitergeht, einfach Break und ja, am nächsten Tag ist man dann oftmals klarer im Kopf. Und dann bekommt man Wehwehchen und Probleme deutlich einfacher gelöst. So. Ich merke, dass ich einen trockenen Mund bekomme. Ja, also diese Hooklift-Geschichte habe ich echt Bock drauf. Gerade so die Anhänger-Challenge rückwärts fahren. Aber Longline als Hooklift. Rechts halten. Weiß ich nicht. Rechts abbiegen. Ist irgendwie nicht so. Also da habe ich dann keinen Bock auf Longline, weil das irgendwie nicht. Das passt irgendwie nicht zusammen. Biege nach rechts ab. By the way, der Longline von, ist ja wie gesagt bekanntermaßen von Skimmo. Und Skimmo hat ja. Ja, die Schürze. Und wer auf Skimmo seinem Channel ist, oder ich glaube, hat er es auch auf Facebook schon gepostet, weiß ich nicht. Skimmo baut ein NGT. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, NGT gibt es doch schon von Danny und Ruder hat auch ein NGT. Ja, ist alles richtig. Aber Skimmo baut den NGT von Tuft Customs mit einer anderen Haube vorne. Sehr geil, freue mich schon drauf. Aber das kann auch dauern, bis der soweit ist. Ja, wir sind jetzt auf Öland. Wir waren hier schon mal auf Öland vor, ich glaube im Sommer letzten Jahres war es gewesen. Da haben wir hier auf dieser Baustelle den einen Auflieger da weggeholt für Finnland.
zeitlich. Boah. Wird lang heute, glaube ich, für das, was wir noch vorhaben. Aber gut. Dafür gibt es eben eine lange Folge, aber eben dann nicht so oft. Das ist leider so. Nur wird grün hier, komm. Geradeaus. Ja, dieser Inselmod Öland Gotland ist schon gut gemacht, aber da gibt es auch durchaus noch Verbesserungspotenzial. Andererseits, ich weiß nicht, ob nur ein Mann hinter dieser Map steckt oder mehrere. Wenn es nur einer ist, Chapeau, Hut ab, irre. Also ich sehe ja gerade, was eine One-Man-Show, ja, was man immer da so schafft aus. Als Einzelgänger. Wenn du dann eine ganze Map erstellen willst, boah. Ja, wie lange das für mich dann nutzbar ist, hallo, werden wir dann sehen. Also in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren definitiv. Stichwort Map-DLC Nordic Horizon oder so, wie es heißt. Wo man ja im Grunde den ganzen Norden Europas überarbeiten will. Naja, gucken wir mal, wenn das denn soweit ist, wo ich dann Hand anlegen muss oder umbauen muss. Aber SCS, glaube ich, selber hat schon gesagt, zwei Jahre, also können wir locker. Ja, die zwei Jahre können wir wohl auch rechnen. Wenn nicht sogar länger. Demnächst links abbiegen. Ja, um jetzt mal wieder auf die Karte zurückzukommen, ich musste dann ja irgendwo hin. Biege nach links ab. Das machen wir. Ich musste dann ja irgendwo mich niederlassen und habe da was Schönes gefunden. Ausbaufähig, wie man so schön sagt. Geradeaus. Ja, wir sind in Gammelsby. Hier habe ich eine Location gefunden. Hier Häuser am Strand. Ich bin dabei. Versuche das letzte hier zu mieten.